Pfeiler bekommst du nicht. Das kannst du knicken. Gut, zwei Karten ziehen. Oh nein! Zieht dir jetzt auch noch die guten Blocker, ey. Das ist ärgerlich, ey. Oh, jetzt kommt auch noch der. Gibt's doch gar nicht. Das ist jetzt blöd. Ich darf euch ja noch sagen, warum. Ukan wird mir jetzt gerade richtig ärgern. Ballon. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Ukan ist aber ziemlich ärgerlich. Sehr mächtig. Und kann mich auf jeden Fall nerven. Ja, sehr sogar. So, Bolcheck-Drache. Vulkan-Dom. Steinsaurus. Hat jetzt keinen Sinn gemacht, aber hey. Ja, die blocken meistens, wenn das eine stärkere Karte ist, dann blocken die. Komm, ruf Rotos und ich feier dich. Er ruft grauer Ballon. Er ruft Rotos! Als ob! Er ruft Rotos auch noch, ey. So, einen Blocker brauchen wir jetzt. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Selbst wenn du da jetzt auch noch Schreckensgrube hättest, hätten wir gewonnen. Ja, der hat uns ziemlich weit hinten getrunken, endlich. Rangmeister. Wird auch Zeit. Ja, der hat uns aber auch schon ziemlich eingeheizt. Muss ich sagen, ich war positiv kann man sagen. Kämpfer Ukan war echt gemein, die Karte. Die Karte ist auch wirklich gemein. Mit 5 Mana eine 9000er Karte, Doppelbrecher. Ne? Der einzige Nachteil dieser Karte ist einfach nur, dass du 2 Mana auf den Friedhof kicken musst. Und dann nur noch 3 hast, ne? Aber wenn du eine 5 Mana und 9000er Karte hast, ist das komplett egal. Weil die dominiert das Spiel schon ziemlich eindeutig. Nach dem 5. Zug. Das einzige, was gefährlich werden kann, ist halt, wenn zum Beispiel du gegen Finsternis kämpfst und der Schreckensgrube drin haben kann. Ne? Oder halt Todesqualm, ne? Wenn du mit dem Kämpfer Ukan noch nicht angegriffen hast. Aber sonst ist Ukan dann schon in der Runde gleich ein Knockout. Weil man kann ihn nicht vernichten, nein. Das ist das Geniale. Willkommen, Rusty. Wie ich sehe, hast du kräftig geübt und deine Aufgabe erledigt. Der Kampf mit dieser Kreatur ist eine ernste Angelegenheit. Ich fürchte, ich muss dein Können erst testen, bevor es weitergeht. Na, ich weiß noch, der Kampf habe ich, glaube ich, früher öfters verkackt. Das liegt daran, dass der Feuermönch nicht gerade ohne Karten hat. Ja, oder schon. Ja, der hat ordentliche Karten. Deswegen muss man das schon wirklich mit Karten von ihm rechnen, die ja sind, genau. Ernsthaft, die sind echt ohne, nicht ohne. Also, der Typ hat definitiv was drauf. So, Steinsaurus behalten wir uns noch. Und Kämpfer Ukan sowieso. Wie gesagt, gegen Feuerkarten Kämpfer Ukan. ja. Das ist jetzt gemein. Lass die Penner auch nicht vergessen, dieses scheiß Mana mal zu vergessen, ey. Kann doch nicht sein. Vergiss doch einfach Mana zu. Vergiss es einfach. Wahrscheinlich wird er jetzt Flammentropus rufen.
Ich habe ziemlich oft die gleiche Karte immer. Immer Flammtropus. Ach nee, wenn die getappt ist, dann habe ich ein Problem. Genau. Wenn die nicht getappt ist, dann habe ich kein Problem. So, sicherheitshalber einen Blocker gerufen. Klar, brennende Stärke kann ich jetzt rufen. Typ auch noch verhindert. Ja, brennende Stärke brauche ich definitiv nicht. Rufen wir aber zwei Monster statt Ukan. Er kommt auch mit zwei Monster, Alter! Was ist denn los? Wahrscheinlich zwingt er mich jetzt gleich ein kleines Risiko so kurz zu gehen. Nee. Kann ich auch nicht machen. Na komm. Wie er nicht mit Rotus angreift, ey. Ja. Wir spielen jetzt auf Risiko. Und er zerstört einen Blocker? Was? Okay, das hat mich jetzt überrascht. Nee, das hat mich jetzt wirklich überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Oh, wir haben Kristall Lanzenträger. Auch eine Flugkarte von mir. Herr mit der Wasserzivilisation spielen wir auch noch. Wird auch noch lustig. Wie gesagt, das Spiel ist nicht ohne. Wird insgesamt ganz lustig. Alle Teile legen zusammen, bist du auf dich allein gestellt. Ja, ist klar. Genau, das ist nämlich unser Gegner. Man kann sagen, finaler Gegner der Kampagne von Rusty. Der Typ ist nicht ohne. Ja, er besitzt schon hochkantige Karten. Ist so ungefähr fast wie der Feuermensch. Kann uns aber öfters auf die Nerven gehen. So, explosiver Joe. Aber schön, dass wir als erstes mal anfangen dürfen. Das ist mir echt so selten. Schön, dass wir mal zwei Blocker gezogen haben. Oho. Wundert mich jetzt. Ach, ja, so klar, so klar, Flo. Bolschek-Drache. Sollte man jetzt nicht machen, was ich jetzt gerade getan habe, aber ich will Bolschek-Drache holen. Es ist eigentlich egal, wenn ich jetzt da durchlasse, kann ich wenigstens ein Monster vernichten. Mal bei Baro. Wird wahrscheinlich nicht angegriffen. So, Feuerfeger greift bei Baro an. Unten uns einen zweiten Blocker. Ja, das ist ein relativ entspanntes Duell momentan.
Ja, jetzt kommt er hier mit Magma-Beobachter. Jetzt glaube ich jetzt 7000 haben. Na komm. Lass die zwei Schilde vernichten. Das war nicht geplant, Leute. Aber es freut mich. War nicht geplant, aber es freut mich. Es freut mich schon derbe. Auf die Frage, ob ich mein Deck hier verändern werde in dem Spiel, nein, nicht unbedingt. Also wenn ich jetzt hier gelegentlich von den drei Karten eine ziemlich gute bekomme, dann werde ich natürlich mein Deck ein bisschen umbauen. Aber sonst nö. Das wäre mir eine, du wirst es nicht. Erst nicht, erst in Ordnung, aber eine Karte, die ich nicht in ein Deck packen würde. Würde ich nicht machen. Also man könnte ihn, aber ich nehme ihn trotzdem nicht ins Deck. Wahnsinn, du hast es geschafft, Rusty. Das konnte nur ein wahrhaft meisterlicher Duellant schaffen. Du hast viel dazugelernt. Danke für deine Hilfe. Großartig! In diesem Turnier liegen wichtige Kämpfe vor dir. Bereite dein Deck sorgfältig vor und triff mich dann in der Turnier. Ich darf nicht nur sie gleich. Zeig ich mal. Nee, kann ich doch nicht. Ja, tut mir leid. Ja, gut, man sieht hier 4000, 6 Mana. Ja, liegt daran, dass meine L2-Taste im Arsch ist. Ja, ne? Na, ist ja auch nicht so wichtig. Die Karte ist nicht so der Burner. Hast du dich wirklich gut auf das Turnier vorbereitet? Ich bin soweit. Okay. Glückwunsch, du hast Caitlyn freigeschaltet.